Jo, was geht, Champ? Diese Folge wird besonders geil. Und zwar geht es um das Thema Glaubenssätze. Woher kommen sie und wie du damit umgehen kannst? Ich bin ausnahmsweise sogar mal nicht alleine. Und zwar habe ich heute einen wunderbaren Gast mit am Start, die Cindy Manteuffel. Sie ist angewandte Kinesiologin, Blockadenlöserin und Coach. Also freue dich auf die Folge, die wird richtig, richtig geil. Oh, ich habe jetzt gerade meinen Zeitungsbericht rausgesucht, weil ich habe Silvester eben genau über das Thema Glaubenssätze einen Artikel zugeschrieben Ja. im Magazin, das heißt Phone Time. Übrigens sehr cool, wenn man mit Elon Musk in der gleichen Zeitung Geil. ist. Und da habe ich eben drüber geschrieben, weil es ja Silvester war, ich geschrieben, warum gute Vorsätze eben immer nur Vorsätze bleiben und was deine Ja, Glauben damit zu tun haben. Das war auch cool. mega. Lass uns direkt damit einsteigen, oder? Ja, können wir machen, klar. Ist zwar nicht mehr Silvester, aber Ostern passt ja auch für Glaubenssätze. Ne? Ja. Ich habe sogar letztens erst gehört, dass genau diese Zeit ist die zweitbeliebteste Zeit nach Neujahr, um sich halt neue Vorsätze zu setzen fürs Jahr oder was Neues anzufangen, weil jetzt kommt ja die Sonne raus, Leute gehen wieder mehr raus, werden aktiver. Jetzt ist auch irgendwie so der perfekte Zeitpunkt, um zum Beispiel was zu verkaufen oder neue Kunden zu gewinnen, weil viele halt irgendwie jetzt nochmal aus sich herauskommen. Also passt das eigentlich auch. Ja, das ist natürlich auch mit dem Frühling, gell? Die Jahreszeit, wo alles aufspringt und ploppt. Und da kommt natürlich, also der Frühling wird in der traditionellen chinesischen Medizin, auch in der Kinesiologie, so ein bisschen mit Wut assoziiert. Weil du brauchst ja so wie die Wut, die dir den Po-Tritt gibt, endlich was zu ändern, ja? Oder endlich was Neues anzufangen. Wie auch die Knospen, die brauchen ja die Power, um rauszukommen. Ja. Und von daher wird es so. Und wenn du aber jetzt die Glaubenssätze drin hast, weil Glaubenssätze, wenn wir es wirklich nehmen, ja, sind Sätze, an die du glaubst. Alles, was du glaubst, wird wahr. Gibt es ja dieses schöne Sprichwort, weiß nicht, ob du es auch kennst. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Und achte auf deine Taten, denn es wird dein Schicksal oder so. Und den finde ich mega cool, weil alles, was du glaubst, wird wahr. Und du siehst es dann in deinem Äußeren. Und das ist dann schon, ja, mit diesen Sätzen kann man eben ganz, 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 ganz viel machen, wenn sie dir Ja, bewusst sind. Wenn sie dir bewusst sind. das ist das große Thema. Weil ich habe mir auch schon so oft gedacht, dass ich jetzt, wo ich diese ganzen Techniken und Tools kenne, kann ich ja so krass an mir arbeiten, aber wenn du halt nicht weißt, woran du arbeiten kannst, dann ist halt das Problem, ne? Deswegen ist halt nach wie vor auch als Coach einen Coach zu haben halt einfach mega wichtig, ich finde. Ja, also ich habe durch mein Coaching jetzt auch mir so viel wieder bewusst geworden, einfach weil man mehr Achtsamkeit auf seine Gedanken hat. Also es gibt ja auch so, entweder du kontrollierst deine Gedanken oder deine Gedanken kontrollieren dich. Und ja, und mir ist Ja. es eben auch durch das Coaching extrem bewusst geworden, ah, okay, und da könnte ich noch was, aber eben auch nicht zu sehr nur die Fehler zu suchen, weil dann fokussierst du dich auch wieder auf den Teil der, ja, dann suchst du die ganze Zeit den Fehler und damit implizierst du dir, ich bin nicht genug, also irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja, was wahrscheinlich auch im Unterbewusstsein schon abgespeichert ist, sonst wird es ja nicht auf Fehlersuche gehen. Ja, das ist eigentlich lustig, weil das ist ja eigentlich fast wie ein Glaubenssatz über die Glaubenssätze. Ja, richtig, alles, was du glaubst, ja. Und wenn du, warte so, es gibt ja so geile Beispiele von früher. Die meisten Glaubenssätze erwirbst du ja wirklich so in der Kindheit. Jetzt so. Im Erwachsenenalter auch, weil dein Unterbewusstsein filtert ja nicht. Da geht ja alles ungefiltert rein. Also beim Gehirn, das hat ja diese Reizschwelle, wo der immer mal sagt, halt, stopp, du kommst hier nicht rein. Und dein Unterbewusstsein hat es aber nicht. Aber das lässt dich dafür nicht rein. Weißt du, das ist so. Und da sind die eben drin gespeichert. Und wenn du zum Beispiel in der Schule früher, also wenn du oft gehört hast, hey, du musst gute Noten schreiben für einen guten Job, ja, und oder zum Beispiel bei mir als Mädels, ich habe dann immer gehört so, hey, als Frau musst du einfach mehr bringen als ein Mann, also ja, und dann habe ich gearbeitet wie blöd, ja, weil diese Glaubenssätze drin waren, dass ich Frau ja mehr leisten muss. Und die waren so tief verankert und ich habe gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und genau, und bin dann echt mega erschöpft gewesen und trotzdem war nicht mehr Geld da oder mehr Freizeit oder es war einfach alles nur noch schwer und
Ja, das find ich eh spannend, inwiefern, also ich finde es auch mittlerweile mega wichtig, alles zu hinterfragen, was von außen kommt, sei es natürlich von Eltern und so weiter sowieso, aber halt irgendwie auch von Speakern oder auch aus Büchern, weil ich war eine Zeit lang, gerade am Anfang der Persönlichkeitsentwicklung, hatte ich auch so diesen Glaubenssatz drin, hey, wenn das so ein Tony Robbins so sagt, dann stimmt das ja auf jeden Fall, dann muss ich das ja genauso machen. Oder sei es so ein Bodo Schäfer, wenn es in Bezug auf Finanzen irgendwas sein soll, dass wenn ich nicht das genauso mache wie er, dann wäre ich ja niemals erfolgreich. Und Schöner damit, Glauben. ja, und damit habe ich das halt nie hinterfragt, so. Und das ging dann halt auch alles in mich rein immer. Und ich dachte, ach, ich muss es auch so machen, ich muss es auch so machen. Ja, es ist quasi wie bei deinen Eltern, nur auf einem anderen Level so ein bisschen. Genau, und ich sehe es auch bei meinen Kunden immer, in der Praxis oder auch so im Coaching, was die für nette Geschichten sich erzählen und Glaubenssätze, warum es bei ihnen eben nicht geht oder Ja. eben warum nur das geht und ja, und sich so viel Raum verbauen, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und ein Coach kann dir schon helfen, aber ein Coach sagt dir meistens nicht, was du zu tun hast, sondern der hinterfragt dich, damit du selber die Lösung hast, weil jeder von uns ist einzigartig. Es gibt nur dich einmal, es gibt nur mich einmal auf diesem Planeten. Wir haben alle eine ganz individuelle Geschichte. Und niemand ist in unseren Schuhen gelaufen, niemand. Also, facto funktioniert auch für jeden was anderes und jeder hat andere Glaubenssätze in seinem System. Und wir haben so viele drin, wie gesagt, wir werden, glaube ich, gestern sogar erst gehört von 98% oder so oder 95% ist gar nicht unseres und davon werden wir gesteuert. Das ist krass. Ja. Es ist schon krass, ja. Ist echt heftig. Ja. Ja, und natürlich haben wir durch die ganzen Systeme, wo wir auch drin sind, die sind einfach so, ja. Aber da werden wir natürlich bewertet. Also gerade Schule. Wie gesagt, da wird der Rotstift angesetzt. Ja, und jetzt hast du 100 Wörter geschrieben und zwei sind falsch. Und du tust dir total dann dich auf die zwei Fehler fokussieren, obwohl du ja 98 Wörter richtig geschrieben hast. Ja. Ja, das finde ich auch so wichtig. Gerade halt auch in Bezug auf dein Wachstum, auf dein Business auch bezogen, dass du halt mehr auch einfach schaust, was kannst du bereits gut. Und vor allem halt auch die Sachen, die du nicht so gut kannst, in Anführungszeichen, wenn du nicht so gut kannst, dann nicht mal zu schauen, okay, dass du die direkt bewertest, so. Genau, das ist ja eigentlich genau wie mit Glaubenssätzen. Die Glaubenssätze selber sind ja nicht das Schlimme. Oder genau wie Gefühle, das ist ja nicht das Schlimme, sondern immer nur deine Bewertung dazu. Dass du immer denkst, du solltest das nicht. Ja. Genau, und das ist so, ja, das ist alles, ist, wenn du das einfach mal so siehst, dass einfach alles nur da ist, ja, und Ja. alles nur da ist, um dir zu helfen, dich. Weißt du? Also quasi, es wird dir ja gespiegelt, deine Glaubenssätze, damit du es quasi lösen kannst, zum Beispiel. Man muss da jetzt auch keinen Glaubenssatz draus machen, ja, dass immer alles gelöst werden muss. Ja. Ja, du darfst auch einfach mal sagen, hey, ist alles super mit mir. Ist alles Ja. gut. Definitiv. Und wie machst du das, sag ich mal, wenn du zum Beispiel mal angenommen, also ganz normal im Alltag, du siehst dann, du bist in gewissen Situationen und du siehst gewisse Leute, guckst dann oft da drauf, okay, was die jetzt gerade spiegeln oder was dir die Situation gerade sagen möchte? Also nur wenn es mich wirklich so ein bisschen triggert. Also wenn es in Ja. mir triggert, dann habe ich es ja in mir. Ja, Ja. egal was der andere macht. Weil wenn ich es nicht hätte, könnte der andere keinen Angriffspunkt haben. Stimmt, ja, das ist der Punkt. Ja, Ja. und das gucke ich mir dann schon manchmal an. Nicht immer. Aber meistens bin ich da sehr, sehr dankbar, weil meistens steckt da wirklich ein Glaubenssatz dahinter. Und dann gucke ich da mal. Aber jetzt auch nicht, dass ich da ewig graben gehe, sondern dass ich einfach sage, ach cool, danke, aha, du bist also auch noch da. Naja gut, will ich das wirklich glauben? Nee, ich glaube nicht. Dann kann ich den halt drehen, ja. Ja. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Techniken, also die Kinesiologie sowieso. Da kannst du die recht schnell austesten auch. Kannst es aber auch über Gespräche machen, je nachdem, was derjenige dann halt braucht. Aber dann kommt die Energie wieder in Fluss. Ja. Ja, das finde ich spannend. Ja, hatten wir ja letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, dass das auch oft so der Punkt ist.
wo ich dann dazu neige, okay, zu sagen, ich muss jetzt diesen Glaubenssatz oder das Problem finden und den Glaubenssatz auseinandernehmen. Deswegen finde ich es halt jetzt auch deinen Ansatz immer sehr interessant, weil du einfach nur dich fragst, will ich das noch glauben? Und dann direkt eigentlich schon der nächste Step, was will ich stattdessen glauben? Ja, genau. Anstatt irgendwie da reinzugraben, warum glaube ich denn sowas? Was ist denn falsch mit mir oder wo ist denn das Problem oder sowas? Genau, weil dann fokussierst du dich ja wieder aufs Problem Ja. und ja, dann kreierst du dir mehr Probleme, das ist klar. Ja. Also ich habe das ewig nicht gecheckt und habe dann wirklich immer so dieses Fehler zu Trüffelschweinchen, nenne ich es mal ganz nett. Ja. Immer, ja, warum ist denn das jetzt so? Und warum habe ich keinen Kunden zum Beispiel? Dann kam natürlich auch keine Kunden. Ist ja logisch. Ich habe ja die Frage gestellt, ja. Also habe ich Ja. es ja auch gekauft. Und dann kamen natürlich auch keine Kunden.